Felix, das ist also mein Rebell auf dem Anhänger. Du bist sofort im Interview-Modus. Genau, so ist es. Ich muss laufen, ich will noch in Luft. Ja, ja. Will ich nicht aufhalten. Also ich fahre nie mehr wie 80 km/h mit dem Anhänger. So ist er ausgelegt für mich, dass ich also, wenn ich zum Roman fahre oder sonst wohin fahre, dass ich da also problemlos mit 80 fahren kann, ohne dass es da Probleme gibt. Ja. Und wir haben jetzt genau 8 Minuten nach 17 Uhr und jetzt schauen wir einfach mal, wie ich das aufbaue. Du darfst einfach mal zugucken. Ich sage das eine oder andere und dann lassen wir es einfach mal laufen. So machen wir das. Machen wir so? Gut. Also, los geht's los. Kommt gleich mit. Ja. Ich fange immer routinemäßig dieser Seite hier an. Ich habe das abgedeckt, damit, wenn irgendwas dagegen spritzt, dass die Flächen hier geschont werden. Man sieht es auch hier in den Spritzer, dass sich das also wirklich auch lohnt. Hier habe ich ihn zum Beispiel dann auf der Winde, aber brauche ich eigentlich nicht. Aber das ist einfach noch mal eine weitere Sicherung, die ich mit eingebaut habe. Der Anhänger als solches ist ein Flugzeuganhänger, da war früher eine C-22 drauf und die habe ich einfach hinter ein bisschen modifiziert, um einfach relativ schnell den Flieger so umbauen zu können. Gut, machen wir gleich weiter. Dann also, Herr Prupp. Ich habe probiert, das alles so zu gestalten, dass ich praktisch kein Werkzeug brauche, um das Flugzeug auf- und abzurichten. Das ist mir ganz wichtig. Hier habe ich jetzt meine Bixe, die ist nachher umgewandelt, wo ich die Schrauben drin habe, die benötigt werden. Das ist einfach zum Schutz, auch nachher von der Folie, die ich im Lagermodus da immer drüber ziehe. So, und jetzt Holz, die ist nur reinsteckt, damit könnte man sich auch festschrauben. Braucht ihr aber nicht für den kurzen Weg, den ich habe. Jetzt habe ich hier zwei Futternadeln. Das hier scheint der Unterrechner noch verloren zu haben. Das ist normalerweise mit Schaumstoff dazwischen. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Und jetzt hat auch Roland mir hier zum Beispiel ganz wichtig, hier hat er mir jetzt ein Gewinde hingemacht mit einem Loch, sodass ich jetzt diese Kronenmutter einfach hier immer drüber schraube. So. Und hier unten drunter kommt da immer eine Sicherungsnadel. Die ist auch standardmäßig immer dran. Das gleiche auch hier. So. Das kann ich einfach hier hinschrauben. Das dauert immer am längsten. Aber das ist wichtig. Vorgenadelt durch und fertig. Lose ist es. Der Flügel selber hat 17 Kilo und lässt sich sehr gut heben. Deshalb kann man den jetzt ganz bequem aus dieser Halterung rausnehmen, ohne dass man da jetzt ein Bodybuilding betreiben muss. Ich hebe das grundsätzlich hier, ziehe zurück, hier hoch. Das sieht jetzt schlimm aus, ist es aber nicht. Und ich lege es einfach hier jetzt auf den Boden, in den Winter. Ja, bin ich schon wieder. Wenn es im Winter nass ist, habe ich da zwei Gletscher drin, wo ich sie auch bequem drauflegen kann. So, und weiter geht's. Ich habe das hier nur gestrickt. Auf, hier unten auf, kann ich rausmachen und fertig. Also Flügelhalterung ist demontierbar, sodass man Rumpf rankommt. Sonst bleibe ich ja da hinten mit dem Höhenleiter dran hängen. Ja. Deshalb muss es immer schön runter, aber wie man sieht, geht es ganz schnell. Hier oben auch das gleiche. Ich sage immer, das ist ein bisschen das Warming up, dieses Bewegen. Da sieht man auch gleich, ist alles in Ordnung. Vorsicht, dass du nicht auf die Nase kriegst. Lege ich einfach so drauf. Dann kommt diese Halterung raus, die lege ich jetzt runter, das ist wichtig, damit es nachher beim Zurückführen nicht drüllt. Das ist halt jetzt anhängerspezifisch, da muss jeder seine Lösung finden. Und dann sieht man hier zum Beispiel, habe ich Stillstand drin. Das ist hier drunter, ist hier fixiert. So. Hier unten auch sehr schön vom Roman diese Öse, für mich ganz wichtig, um diesen Flieger hier dann schön an den Rahmen praktisch hinzumachen. Mein Propellerschutz. Den ich hier am Ausguss habe. Hier oben noch, den drüber. Da bin ich schon fertig. Wir gehen auf die andere Seite. Wir fangen wieder an von hinten nach vorne. Abziehen. Dann geht es hier weiter. Genau das gleiche im Front. Im Vorgang hier drüben. Erst kommen die Bolzen raus. Dann schnappe ich mir hier meine zwei Fockernadeln und meine zwei Schrauben.
mache dann hier aus der Sicherung raus. Das ist die Sicherung, dass ich nicht ein Loch reinmachen kann. Dann habe ich hier, kommt das hier wieder rein. Meine zwei Schrauben, die kommen hier dann rein. Ja, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel merke, das passt nicht ganz, dann habe ich da einen 10er Schlüssel und kann das noch ein bisschen justieren. Aber wie du siehst, heute geht es ganz gut. Schön hingemacht. So, und Bohrnadel durch. 1, 2, 3. So. Und auch dieser Flügel ist vorbereitet. Hier alles noch verschlossen, ganz wichtig. Sehen wir aber dann noch her. Dann werden wir runter machen, Flügel wieder hoch. Ich ziehe ihn da hinten aus den Stehlen raus. Und schau mal ganz problemlos. Wegnehmen. Und ablegen. Gucken wir, dass da keine Steine sind. Auch hier. Oder wie es in der Regel ist. Gut, dann auch hier wieder. Die Halterungen rausmachen. Und wie gesagt, alles gesteckt. Wie man sieht, geht es ja schnell. Das routiniert, ich habe schon ein paar hundert. Du hast schon ein paar Mal gemacht. Ja. Sieht es? Wurde dabei noch nie gefilmt, deshalb heute das erste Mal. Ja, hallo, grüß dich weiter. Hi Evi. Das wird dann hier festgemacht. Den brauche ich noch mal, ganz wichtig. Ja. Das geht weg. Und es ist auch noch. Es soll sich hier drüber. Wichtig. Dann hier, gleicher Vorgang wieder, ich ziehe das raus, ich benutze jetzt das wieder als einen, um das Rad, das ist, wenn ich hier als Stopper bin, ja. Als Stopper, das reicht vollkommen. Ich mache jetzt hier das Ding auf. Ja. Mal hin. Und jetzt kann ich den Lieger schon vom Hänger ziehen. Ja. Jetzt ganz wichtig, schau mal, ich habe hier eine Büchse. Da habe ich die Bolzen drin und die Folgernadeln zum Sichern. Ganz wichtig, die müssen noch leer sein. Deshalb alles schön vorbereitet zur Sicherung und weiter geht's. Jetzt muss ich geschwind hergehen. Jetzt richte ich dieses Stativ auf den Bolzen da unten, unter Rebell, wo unten die Schnur ist. Also dieses Teil wird das ausgerichtet. Also dass das in einer Achse steht. Und das ist ungefähr auch so gut über mich hoch. Plus, minus, ist egal. Lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. Ausgerichtet. Ungefähr so. Reicht schon. Abstand, dass der Flügel hier noch aufliegt. So. Und jetzt nehme ich den Flügel hoch. Wie gesagt, das ist schwer. Den lege ich jetzt hier drauf. Hier. Ganz einfach. Und jetzt nehme ich hier die Bolzen, für ein bisschen zurück. Erster Bolzen ist drin. Zweiter Bolzen ist drin. Und jetzt nehme ich das hier und tue das einfach, egal ob das hier hinten oder vorne ist, ganz egal, weil das hier ist fixiert. Ich lasse das hier runter, ich habe das hier. Und jetzt wird das da oben einfach drauf gesteckt. Und jetzt nehme ich den kleinen Bolzen und stecke den auch hier rein. So, erster Flügel fertig. Ganz wichtig, ich gehe nicht weg. Ich verlasse nicht diesen Punkt, ohne dass ich das gleich schön Silikon, kann man schön drüber stecken. So, und ich verlasse nicht diesen Standort, ohne gleich die Sicherungen hier vorgenommen zu haben. Ja. Erster Streich. Ja, dann der hinten hier. Ganz normale Fockernadeln wieder, gell? Ganz normale Fockernadeln, die einfach durchgesteckt werden. Und jetzt hier, einfach zum Durchfahren. Entschuldigung, das ist die große. Da muss eine kleine. Und ist ein bisschen eine größere drin. Aber das ist egal im Prinzip. Hauptsache, dass diese Dinger, da sind Löcher drin, dass die immer gesichert sind. So, jetzt ist diese Seite praktisch fertig. Hier mache ich jetzt noch die Querruderhalterung raus. Das ist so ein Blättchen, einfach mit Moosgummi.
die das Querruder hebt, das ist nichts Besonderes. Ja. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir gehen auf die andere Seite. Der Flieger steht problemlos mit einem Flügel montiert, ohne dass er kippt oder sowas. Siehst du ja. Ja. Ist immerhin hinten noch ein Spannrad, der ist noch fixiert, aber nicht notwendig. Und wie gesagt, diese Stange muss auf die Höhe unten von den Einbolzen sein. Das ist wichtig. So, hier wieder die Höhe ungefähr. Ja, wird man nicht zu hoch, nicht zu niedrig, das ist wichtig. Das lege ich jetzt einfach auf den Boden. Schnapp mir wieder den Flügel an den Holmen. So, und dann hebe ich ihn hoch. Der Flügel hat ungefähr 17 Kilo. Kann man so ganz gut heben. Geht bis zu 10 Knoten problemlos. Ja, guck. Jetzt fahre ich ihn hier hin. Ja, und dann hier fahre ich da ein. Ja. Jetzt lege ich ihn auf, jetzt spüre ich, das habe ich im Kühl, jetzt er sitzt gut. Hinten lege ich da auf. Und jetzt kann ich das hier, diesen schönen Spitz vorne, kann ich ins Loch durchführen. Das ist so gemacht, dass es praktisch direkt eingeführt werden kann. Hier vorne, Dito, muss ich noch ein bisschen raus, sehe ich. Da bin ich noch ein bisschen hoch. So. Jetzt passt es. Durch. Gleiches Spielchen wie vorne auch. Ich drehe hier auf. Gehe ich hier runter. Der sitzt, das ist so gemacht. Der kann nicht runterrutschen jetzt. Geht ja. Geht hier ist das Blättchen, guck, das hebt jetzt praktisch da drauf. Hier das Blättchen. Ja, da fällt er nicht durch. Nein, kann nicht. Und jetzt nehme ich da praktisch den Bolzen. Ich gehe zurück. Zack, Bolzen durch. Ich verlasse nicht diesen Ort, bevor ich auch hier die Sicherungen durchgeführt habe. Ganz wichtig. Extrem wichtig, weil die bewegen sich manchmal im Flug. Und das wäre natürlich der Super-GAU, wenn die rausrutschen würden. Sehr schön. Damit habe ich das. So, jetzt mache ich auch gleich die Einstellung vom Höhenleitwerk. Macht gleichzeitig den Benzinhahn auf. So, jetzt durch das erste Querruder gleich verbinden. Schauen wir geschwind hier, das Querruder. Kommen wir von der anderen Seite, ist besser. Ja. Da habe ich den kleinen Bolzen und den kann ich hier jetzt praktisch hier durchführen. Das ist jetzt noch nicht gespannt, sodass ich jetzt das erste Querruder habe ich jetzt schon, Seil habe ich schon verbunden. Das mache ich jetzt mit dem Fockernadel und mit dieser kleinen. Mache ich hier hin und mache hier das gleich sichern. So, jetzt ganz wichtig, kommt wieder auf meine Seite, jetzt brauchen wir nämlich den Schwamm. Ohne das geht es nicht. Und zwar, jetzt muss ich dieses Querruder hier nach oben bewegen. Das ist unten, das ist oben. Ohne das kann man das nicht verbinden. Du klemmst den Schwamm rein, dass das Querruder oben bleibt. Ganz genau. Nur deshalb geht wieder auf die andere Seite. Ja. Und jetzt nehme ich diesen Schraubenzieher, fahre den hier durch diese Verbindung. Ich hoffe, man sieht es. Ja. Und jetzt nehme ich das hier durch, guck, und jetzt kann ich das zusammenhebeln. Das könnte ich nicht zusammendrücken. Du kriegst das Querruder nicht alleine da hochgezogen. Und jetzt kann ich das zusammendrücken. Zack, jetzt ist schon drüber. Jetzt kann ich das Blättchen drüber fahren, drüber rutschen lassen. Und jetzt nehme ich hier einfach die Bolzen und tue die, hi Uli. So, tue die hier einfach drüber. Nehme hier die Sicherung wieder. Nehme hier noch diese. Ist das ein Federring? Diesen Federring. Damit ist der Flügel gesichert. So, deine Dose ist leer. Meine Dose ist leer, wie man sieht. Ja. Die Abdeckungen sind weg. Alle Sicherungen sind verbaut. Der Flieger ist damit komplett aufgebaut und abflugbereit. Wir haben jetzt 17.22 Uhr. Ich habe hier 14 Minuten Filmzeit. 14 Minuten haben wir gefilmt. In 14 Minuten. Ich könnte mit dem Flieger jetzt hinten noch die Spannrad wegmachen und könnte jetzt praktisch mit dem Flieger, ich muss nicht tanken, kann ich wegfliegen. Also soweit zum Aufbau, wenn man jetzt noch sagt, ich möchte noch schön den Ölstand kontrollieren, dann nehme ich das gleich mit. Dann kann ich hier hergehen, habe ich hier den Ölstab, den ziehe ich raus, kann hier mal schön sauber machen. Kann hier rein, gehe raus und sehe, wow. Wie beim Auto auch. Obwohl schon
ungefähr 46 Stunden geflogen, seit dem letzten Ölwechsel und fast nichts verbraucht. Wunderbar. Ich gehe rein, ich putze mir gleich die Hände ab und dann ist das eine gute Sache. So ist der Flieger ganz einfach alleine aufzubauen. Und das ist also auch den Flügel zu heben, so wie man den super heben kann, ist kein Hexenwerk. Nee. Also ich bin jetzt kein Bodybuilder, bin ein bisschen kräftig, aber das kann eigentlich jeder normalsterblich hinkriegen. Was muss man sonst noch prüfen? Nichts mehr, ist fertig. Nee, nee. Nicht ist fertig. Öl ist fertig. Wenn man noch will, könnte man hier noch die Zündklapsen, Stecker, aber immer das Rumgefummeln, das braucht es nicht. Wenn der einmal richtig sitzt, sitzt er. Da könnt ihr noch einmal schön mal rund rein, aber das passt. Normalerweise ist da nichts mehr zu machen. Ja, also man sieht ja auch die Reifen. Beim Rumlaufen sehe ich auch, dass alles soweit in Ordnung ist. Ich mache mich jetzt abflugbereit und Flieger ist vorbereitet. Gut, ja, ich mache dich mal fertig. Noch ein paar Besonderheiten. Sein Licht. Ja, das mache ich auch gleich an, wenn es ein bisschen dämmert jetzt, dass ich es nicht vergesse. Das ist ein LED vom Fahrradbereich. Und wenn es warm ist, dann mache ich ihn jetzt. Ich mache ihn jetzt noch gleich schön runter, bevor ich dann meinen Lederkittel und so weiter anziehe, damit man einfach nicht schwitzt. Ja, ja. Mhm. Gut. Ja, ja. Das ist einfach, guck, das ist jetzt hier noch. Da geht ein kleiner Bolzen durchs Rad durch. Das habe ich halt, das ist halt geschickt, damit es einfach gut fixiert ist. Und das mache ich dann hier so hin. So, und jetzt kann man hier, guck, auf der Seite kann man schön sehen, ich habe extra Halterungen. Gut gemacht auch, gelöst. Aber das ist einfach nicht bespannt an der Stelle. Also der trägt sich ja auch easy hinten dran, gell? Große Schubkarre. Genau. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man je den Tank runter machen will, also hier, ist das die Tankanzeige. Dieses lustige. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte den runter machen unterwegs, den Tanken, dann gehe ich mal her und mach den auf. Mach den auf hier. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich streife das ein bisschen ab. Ich kann das hier zum Beispiel schön hinhängen. Moment, muss man. Da kann man das aufmachen, dann tanken, von beiden Seiten, wie man möchte. Und dann anschließend, jetzt sieht man auch mal, wie das aufgebaut ist. Der Schwimmer. Genau. Ja. Dann gehe ich nur her und tue den Schwimmer hier rein. Setze es seitlich auf. Wichtig ist, dass der unten ist zum Einführen, dass der nicht oben ist, dass ich es nicht verhaken kann. Ja. Und jetzt durch das Hund rein, wie üblich, und jetzt hat er sich wieder gestiert. Vielleicht auch noch wichtig für die, wo mal tanken wollen, wie man das machen kann, dass man es da hinhängt. Das ist standardmäßig überall dran. Wenn ich auf einer Betonpiste wäre und müsste den Flügel runter machen, dass ich nicht mit der Bespannung auf Beton ist, sondern dann sind diese Schrauben. Wir holen dann nur den Boden. Das ist aber immer dran. Ja. Ja. Genau. Ah, auf der Außenseite sieht man es auch. Da hat er die auch dran. Das heißt, man kann den Flügel eigentlich auf jeder Oberfläche ablegen. Genau. Wenn es jetzt oder nicht gerade Schotter. Ja. Ja. Gut, jetzt ziehe ich den Flügel an. Vorsicht, Propeller.